Liebe Motzi, ich liebe deine aufrichtige und energiereiche Art. Du machst das so super und es macht immer Spaß, deine positiven Worte zu hören, weil die motivieren nicht nur uns Profis, sondern auch die Promis. Dicken Bussi an dich und danke dir für diesen Support. Motzi ist eine Bombe. Alle sagen, Motzi ist eine Bombe. Motzi ist so ein Herzmensch. Sie ist so offen, sie ist so lieb. Ich mag sie sehr. Sie sieht nicht nur technische Aspekte, sondern sie sieht auch emotionale Ebene. Motzi ist eine wunderschöne und tolle Frau mit einem starken Charakter. Ihre Liebe zum Tanzen, zur Bewegung zeigt einfach immer ihre Emotionen und das liebe ich sehr an ihr. Motzi ist eine ausgezeichnete Trainerin. Ich liebe es, wenn Motzi nur ein Whisk macht und dann einmal nur Bounce. Und das sieht einfach nur unglaublich aus. Die Motzi ist die schönste Dancing Queen ever. Motzi ist natürlich Emotion pur. Lässt sich vom Tanz reinziehen, schafft es dann natürlich auch diese Emotion rüberzubringen. Ich liebe dein Lachen. Also wenn du lachst, wir lachen alle auch. Ich habe hier mit Motzi gemeinsam getanzt. Wir sind zusammen nach England geflogen, haben alles riskiert. Ich meine, Motzi hat alles auch auf diese Karte Tanzen gesetzt. Und schaut mal, wie weit sie gekommen ist. Wahnsinn. Sie hat auch so wie ich an ihre Träume geglaubt. Und jetzt sitzt sie in der Jury der coolsten Tanzshow der Welt. Und ich freue mich von Herzen für Sie. Lieber Motzi, du bist so emotional, so ehrlich, so authentisch. Wenn man Motzi zu Tränen bringt, dann hat man alles richtig gemacht. Dann hat man auch die Leute in seine Bahn gezogen. Vielen Dank für deine Authentizität, deine Ehrlichkeit und deine Power. Herr Lambi, danke für die strenge Kritik, weil die pusht unsere Promis natürlich von Training zu Training. Und die kommen nochmal mit ganz anderer Motivation, weil die es nächste Woche beweisen wollen, dass es doch noch ein Stückchen besser geht. Lambi ist so ein bisschen so wie Bösewicht von Let's Dance. Aber ich finde ihn eigentlich tatsächlich nicht so böse, weil es ist wirklich ein ganz lieber Mensch. Er ist einfach nur ehrlich und streng. Er sieht einfach sehr viele technische Aspekte, die vielleicht einfach normale Zuschauer nicht sieht. Eine ganz liebe Seele. Da kriegt man natürlich die ehrlichsten Antworten, auch wenn sie einem manchmal nicht schmecken. Ich freue mich auf seine Kommentare. Strengste Jury überhaupt. Ihn zu überzeugen ist natürlich der größte Wunsch. Macht Spaß. Auf jeden Fall. Er ist ein cooler Typ. Den Herrn Lambi, den kenne ich auch schon seit 30 Jahren. Ist, wenn man ihn privat kennt, gar nicht so streng, wie er so am Jurypult ist. Will gar nicht zu viel verraten. Ich weiß ihn sehr zu schätzen. Herr Lambi hat mich damals in die Sendung geholt, 2009, 2010. Und hat gemeint, du wärst gut für die Sendung. Wir würden uns freuen, wenn du hier mitmachen würdest. Dafür bin ich ihm sehr, sehr dankbar. Herr Lambi ist sehr nett. Ich finde es sehr nett. Ist genauso eine Mischung von sehr nett und direkt und ehrlich. Das gefällt mir. Herr Lambi, einfach genauso machen wie bis jetzt. Genau auf die Haltung schauen, auf die Fußarbeit. Technik ist A und O. Ich finde es super, dass Sie darauf die ganze Zeit achten. Natürlich ultra kompetent, sehr sachlich immer und bewertet wirklich die Details und schafft es auch, schwierige Zusammenhänge easy zu erklären für die Nicht-Tänzer da draußen. Lieber Jorge, ohne dich wäre Let's Dance nicht Let's Dance. Wir freuen uns auf deine bunten Outfits, wir freuen uns auf deine lustige, laute Art und wir hoffen, du bleibst uns noch sehr lange erhalten. Jorge ist einfach ein Mensch, der sehr mit dem Herzen dabei ist. Man spürt einfach, wenn er von einem Auftritt begeistert ist, dann zeigt er das auch. Er hat immer ein gutes Wort für die Tänzer und Tänzerinnen. Jorge ist richtig special. Jorge Looks sind einfach unschlagbar. Der kann uns jedes Mal aufs Neue überraschen. Jorge ist es einfach pure Freude. Einfach ein geiler Typ. Ich freue mich auf seine Outfits. Das ist immer eine Erscheinung. Jorge, vielen Dank für deine Positivität. Sogar wenn die Paare so viel Fehler gemacht haben, du bist fast der Einzige, der immer aufbaut, der immer was Positives sagt. Außer in Salsa. Da bist du richtig streng. Jorge ist ein charmanter Chicas Walk. Seine Art, seine Energie, wie er reinkommt auf die Fläche. Ich finde, das ist top. Das gibt uns auch Energie. Jorge hat das Herz am rechten Fleck, ist eine gute Seele, ein toller Mensch, ist immer gut gelaunt, den kann man einfach nur lieben. Lieber Jorge, deine positive Art gibt wirklich sehr, sehr viel Energie. Es macht wahnsinnig viel Spaß, mit dir zusammen diese Show auf die Beine zu stellen. Was wäre Let's Dance ohne unsere Jury Motzi, Jorge und Herr Lambi? Ohne euch wäre diese Show gar nicht vorstellbar. Coole Persönlichkeiten, sehr, sehr herzlich und zwar immer. Alle Juroren sind super, super herzlich, sympathisch, alle sehen bombastisch aus. Sie sind sehr professionell,
streng, aber das braucht man ja auch, sehr herzberührend. Liebe Jury, Mozzi, Jorge und Helambi, ihr seid einfach die allerbeste Jury der Welt. Liebe Jury, ich bin nicht so lange bei Let's Dance. Ihr seid alle sehr, sehr unterschiedlich, auch manchmal ein bisschen streng, aber auch sehr, sehr lieb und nett zu uns. Danke für eure Bewertungen. Ich liebe dich halt. Hab euch lieb.